Kate, sind wir eigentlich jetzt verheiratet? Nicht wieder auf den Stuhl setzen, Kate, du bist doch schon. Kate, you are be rights and gifted. Hey. Ja. Reden. Reden. Entschuldigung. Entschuldigung. Hast du mir was zu sagen? Entschuldigung. Beziehung. Was denkst du über unsere Beziehung? Du weißt, was du willst und du hältst mir den Rücken frei. Genau so okay. Jemanden habe ich gesucht. Kate, irgendwie dachte ich, Das war's. Also ich weiß, dass die einen, also dass die Leute einen irgendwann ansprechen. Und man dann über das Flirten eben dann praktisch, ja, man kann dann übers Flirten hinausgehen und dann, was aus Baldur. Sie kann unsere Gedanken lesen, what the fuck? Ich meine natürlich Kate. Ist doch Müll. Ach, jetzt ist es schon wieder back to normal. Back to behind it. Mhm. Ja, dann hat man so eine Option und dann kann man da flirten. Und dann ist man halt voll in der Nudelei. Krass, dass sie das jetzt einfach so gerochen hat, was wir da... Ach Gott, Kate. Na, die schleicht noch 40 Jahre hier unten rum. Wir gehen schon mal raus. Und somit haben wir Kate gemeistert. Er hat geschrieben, der Knilch von Voltic, den kann man auch mitnehmen. Also auf seinen Touren kann der was. Taugt der was? Ich würde gerne noch die Kate zumindest so lange dabei haben, bis sie uns angelabert hat bezüglich dieser Sache. Die wird, es gibt ja diese Range der Mögung, ja, wie es in dem Fachjargon heißt, der Liebhaftigkeit. Und wenn wir Leute, beziehungsweise wenn wir nicht Leute umbringen, aber wenn wir Lockpicken und so weiter, dann steigt diese Liebe weiter an. Wo ist eigentlich unser krasser Revolver? Wenn ich vom Teufel spreche. Ja, wird gemacht, mein Sohn, wird gemacht. Ja, dann, das gefällt ja eh und so werden wir ganz schnell dahin steigen oder dahin kommen. Riecht er dir mal einen Bobbes oder was an, ja. Dass wir das eben am Start haben. Hier unten ist noch eine Siedlung, das weiß ich sogar noch auswendig. Die so nah hier an dieser Vault ist oder an heißt jetzt der, die Vault, der, dem, der, also Vault ist doch eigentlich Tresor, oder? Ein Vault von früher ist doch ein Tresor. Darum sage ich auch ein Vault, weil ein Tresor eben. Aber hier sagen sie oft eine Vault, oder? Ich komme aus der Vault, also der weiblichen Vault. Ist das jetzt weiblich oder gut, hab ich gesagt? Hallo Leute, könnt ihr vielleicht Hilfe gebrauchen, dass ich eure Sache hier besitzen darf? Ihr habt ja sogar ein krasses Bonfire. Hallo du, hey. Hi. Hi. Ja? Gehörst du schon mir? Ist das schon meins? Nee, ist es nicht. That's not man. Du bist nicht mit dieser Siedlung für... Wahrscheinlich brauchen wir da erst eine Mission für, ne? Dass die uns hier hinschicken und dann sagen, schnell, du musst uns total retten vor jemandem und ja. So. Du, pass mir schon ein bisschen. Es ist komisch, in einem Vault zu leben. Einem Vault? In einem Vault? Hallo. Nur damit du es weißt. Also doch einem, das macht ja auch am meisten Sinn. Leute, krasse Schaukelphysik incoming. Die ist ganz gut. Gut, jemand da! Hat gerade eben der Albino Rathirsch gesprochen. Nee. Hä? Du bist sowas von tot! Warum ist denn hier so ein Rusty Devil im Nichts? Kate, volle Attacke auf den drauf. Ich erwarte ein paar Schüsse von dir. Bitte backfire ihn mit den Anus. Kate. Ja, sehr gut, Kate. Weiter, Kate. Batsch! Okay, aber irgendwie bringt diese Wumme nicht allzu viel. Ich lade sie kurz noch nach. Und werde dann hiermit weitermachen. Alter, krass, wie alle helfen. Das sind noch mehr. Oh, fuck! Wartet. Wo ist der Kerl? Was geht hier ab? Oh, shit. Oh, Gott, was ist mit dem Hirsch los? Das ist so ein Tollwütiger. Oh, Gott, was? Ich drehe mich hier gerade voll im Kreis. Der greift ihn an! Ich bin der Überhirsch. Oh, Scheiße! Nein! Wen habe ich da getroffen? Oh Gott, Kate liegt. Leute, wir haben die Kate für immer geheilt. Wer bist denn du jetzt? Bist du jemand Böses? Ja, tot. Ey, krass, was ist hier los? Kate, du bist hier, gell? Komm, steh mal direkt wieder auf. Brauch dich jetzt. Wo? Ich sehe euch gar nicht richtig hier in dem ganzen Scheiß. Setz mal den lächerlichen Hut ab. So, da drüben sind noch drei Stück! Bumm! Ist da noch mehr? Ich hab keine Ahnung. Einfach mal reinschießen. 1%.
Patsch! Und bam! Shazam! Und die Kate, scheiße! Die regt sich halt immer total... Oh, wartet mal kurz, ich habe eine Gewürznachricht. Ist es was Wichtiges? Nee, nichts Wichtiges. Beziehungsweise noch nichts Wichtiges. Bis gleich, okay. Gut, 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 gut. Ja, da oben haben wir noch keine Mission. Das heißt, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht, hier zu sein. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Glaubt ihr, da unten ist noch irgendwie was? Jetzt sind wir schon mal hier hingerannt, ne? Irgendein Punkt, den man erkunden kann. Lass halt mal hinrennen. Lasst uns halt mal hinrennen. Nörgelt nicht immer so viel. Lass uns mal hingehen. Das müssten wir ja hier unten auf unserem Radar sehen, wenn da noch was wäre, was man entdecken kann. Aber das sieht hier total nach widerlichem Viechergebiet aus, wo irgendwas spawnt, was so groß ist, dass es uns easy den Arsch aufreißen kann. Ah! Haha, da haben wir was. Oh, das ist aber schon Richtung leuchtendes Meer, oder? Naja, wir gucken mal. Das ist die Vault. Der Vault, der Vault, genau. Der Tresor! Da ist auch noch was! Okay, das ist auf jeden Fall das Meer. Also diese, da ist so eine Kirche und da ist das Flugzeugwrack, ja. Das ist in der Nähe des Meeres. Ob wir es da noch hinschaffen? Zu dem Ding? Und dann so schnell wegporten? Ja, oder? Komm, ich speichern und machen das. Wir ziehen's durch! Wir ziehen's durch! Hö! Run! Run, 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 run! Ist sogar mit Flagge. Die sogar, die ist auch sogar richtig schön rumzappelt. Aha. Aha, aha. Boah, sieht das sehr cool aus. So. Und wir haben noch nicht mal Radiation abbekommen. Nice. Satellit wird hochgefahren. Das ist der Satellit. Über abgeschütztes Flugzeug, noch ein abgeschütztes Flugzeug und so weiter und so fort. Wir sind jetzt hier unten. Wisst ihr was, dann laufen wir einfach nochmal hier rüber, oder? Dann haben wir wirklich, dann haben wir die gesamte Map, also bis auf die ganzen Zwischenpunkte. Die gesamte Map, what the fuck? Okay, aber dann haben wir zumindest das hier unten erkundet. Lauf ich jetzt richtig? Ja. Ich gehe ein bisschen nach links. Und dann haben wir diese ganze Strecke hier. Dann dürfte eigentlich vor uns oder links von uns dürften dann nur Dinge sein. Rechts von uns nicht mehr. Wir müssen nach Osten. Gott, wie er schnauft. Wir haben einfach viel zu wenig Aktionspunkte. Das ist ein bisschen sucky-sucky. Was steht denn da? Also da hinten ist das Schiff von der Bruderschaft. Aber was steht dann? Ist es so ein Turm von uns? Das ist wahrscheinlich hinten die ganze Show. So, da geht die Sonne wieder auf. Das ist hinten die Stadt, nehme ich an. Also das muss die Stadt sein, ja, logisch. Wo sind wir denn jetzt? Okay, schon ein gutes Stück gelaufen. Hier ist irgendwie gar nichts. Wir sind im Nichts und hier ist auch nichts. Wirklich gar nichts, okay. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass hier noch was Kleines zu finden ist. Ich weiß, dass hier irgendwo noch eine Siedlung ist, die man aufbauen kann. Mitten in der Pampa, aber scheinbar nicht hier. Oh, ich kann nicht in diese. In welche Richtung? In diese? Okay. Gehen wir da ein bisschen rüber. So. Krass, volles Sumpfgebiet. Ja, ich gehe doch aber trotzdem in diese Richtung. Ist mir egal, Alter. Ist mir egal. Oh, man kann nicht in die Richtung, Leute, das geht nicht. Doch, kann man, haha, oh, doch nicht. Wo sind wir denn jetzt gerade? Laufe ich die ganze Zeit falsch? Man kann hier echt, man kann hier nicht hin. Obwohl das auf der Karte ist. Das verarscht mich nicht. Das ist noch nicht mal an der Umkreisung. Erzählt doch keinen Schmarrn. Da vorne ist ein entgleister Zug. Da können wir doch aber hin, oder? Ja. Na alle. Und alles nichts Neues hier. Wir sind jetzt fast bei der Hälfte, oder? Also hier gehen Schienen durch. Direkt mal speichern, hier ist bestimmt irgendwas. Nicht. Ist hier irgendwas? Ah, guck mal da. Da haben wir was. Was da gerade mal hinschlappen da? Lecker Schmecker für Spaß und Lecker. Das sind irgendwie... Sind das Lichter? Okay, cool. Das war irgendwie vorauszusehen, dass hier Ghule sind, oder? Hier in der Kacke, das ist so perfektes Ghul-Terrain.
Oh fuck, was ist denn das? Oh nee. Oh nee. No, 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 no. Bye bye. So, der liegt schon mal da oben rum. Ich mache noch einmal, ich mache noch einmal zu, falls hier irgendwas hochkommt. Und werde von hier oben ballern. Voll eklig, und wir sind hier oben. In totaler Ruhe. Sind es zwei Jäger? Glaubt ihr, ich kann die Dinge rufen, die Minuteman? Da, oh shit, ich ruf sie mal gucken. Wahrscheinlich geht's hier wieder nicht, dann heißt es halt, doch nicht, weil, dumm gelaufen für dich. Muss ich eigentlich auf den Boden schießen oder hoch? Ich schieße das mal hoch. Ich bin hier. Wahrscheinlich, es können keine Minutemen zur Hilfe kommen. Dankeschön, Preston. Deine Firma ist wirklich der Hammer. Ich liebe die Minutenmänner. Die sind so gut. Auch die Frauen bei den Minutenmännern sind der Hammer. Die kommen nicht. Und das Sack. Das war's schon. Hier war doch immer noch so ein krasser Ghoul versteckt, oder? So ein legendärer Hans-Wurst-Ghoul. Minuteman! Hier liegt ein toter Minuteman-Mensch rum. Ja, kein Wunder, dass keiner kommt. Die wissen wahrscheinlich schon, dass sie hier genudelt werden. Tom, Runador, eklig. Aber hier kann man nicht zufällig bauen, ne? Nee, das wäre cool. Mitten in der Pampa. Also ich weiß, dass es Mods gibt und sowas. Ich meine jetzt vom Spiel her, dass ich da mitten in der Pampa bauen kann. Das wäre cool. Findet ihr nicht auch, dass solche Mods, also überall bauen und überall, dass man unendlich viel tragen kann und so weiter und so fort, findet ihr nicht auch, dass das Spiel voll kaputt macht? Also wenn man es ernst spielen möchte. Wenn man einfach nur rumdödeln will, okay, dann kann ich es nachvollziehen. Oder wenn man was Großes bauen will oder sowas. Hallo? Halt, nicht damit leerballern. Aber so fürs richtige... Wo kommt ihr zwei jetzt eigentlich her? Hast du deinen Hund Gassi geführt hier außen? In diesem Bezirk? Ah, Blanke mitgenommen. Brauchen wir nicht. Oh, wir sind trotzdem voll. Was habe ich denn noch mitgenommen? Von dem Dödel. Lass mal ganz kurz gucken. Verbessert. Die haben wir doch bei den Jungs da eingesackt, ne? Bei den Gunnern. Kronkorken. Guter Hund. Guter Hund. Das ist doch das Ding. Ah, das ist diese Satellitenstation des Gunners Plaza. Das ist wohl das, was ich auch von weiter weg gesehen habe. Alles klar. Dann gehen wir noch hier weiter. Ich glaube, jetzt kommt gleich der Bereich, wo man hier noch irgendwo mittendrin bauen kann. Da habe ich mich da komplett geirrt. Irre ich mich da. Da! Ich glaube, da ist der Bereich, wo man bauen kann. Da vorne ist eine Kirche. Da ist Gunners Plaza. Das kennen wir ja schon. Geh nochmal dahin. Oh. Ich glaube, da ist auch ein Riesenviech. Irgendwas habe ich noch in Erinnerung. Dass da ein riesiger, riesiger Klops rumrennt. Also so ein... Keine Todeskralle, sondern wieder so ein... Wie das Swan. Oh. Okay. Ja, eine Mutantenrüstung, wollte ich gerade sagen. Eine Rüstung. Oh Gott. Meyerlock Todesklaue. Okay, ich habe kurz Todeskralle gelesen. Alles klar. So, rein damit und dann ran. Ich glaube, das sind wieder die Dingdödel. Die Robo-Leute, die da rumrennen. Die Rust Devils. So. Oh, was für ein fetter Kloß. Ich muss gerade mal niese. Oh Gott, drei Stück? Okay, ich bin total stark. Verpisst euch. Oh, scheiß. Okay. Ah! Na, fuck. Andere Wumme vielleicht? Nein, nicht das Ding. Du bist ein bisschen weiter weg von denen, dass ich den unter der Fuck schießen kann. Moment, einmal ein Stinkpack. Komm! Na also. Das beruhigt euch mal da unten. Es ist ein bisschen blöd, wenn die so close sind. Hier. Oh, ob der was trifft? Minimal. Das muss ein Witz sein! Das war's down. Komm. So. Kurz nachladen.
Jawohl, der frisst richtig. Den mach ich direkt down, dass er weg ist. Und hau den noch weg. Dann haben wir alle. Oder ist es da hinten auch noch einer? Ja, das ist noch ein normaler Meierlauf. Ist klar, der hat sich gerade weggekickt unter meinem Schlag. Greg Zack. Was steht der da rum? Guck mal. Er guckt einfach weg, er kriegt das gar nicht mit. Seine Familie wird gerade abgeschlachtet. Ich frage mich, wer hier jetzt gerade rumgekämpft hat mit denen. Da war irgendjemand anderes am Start, der am Fighten war hier. Das klang voll, als wenn es von hier gekommen wäre. Ist da drin jemand gestorben? Nee. Naja, gehen wir mal zu dieser Stelle, an der wir bauen können. Ach, vielleicht sind es auch die Leute dort. Lass noch ganz kurz volle Pulle speichern. Wie gesagt, da kommt jetzt, glaube ich, gleich was sehr, sehr Großes auf uns zu. Oh Gott, da ist es ja schon! What the fuck? Ja. Fast tot! Was? Ich hab mich jetzt... Ich hab überhaupt nicht auf die Lebensanzeige geguckt. Ich hab mich voll auf einen riesen Kampf vorbereitet. Lass nicht zurück, was hilfreich. Was war denn das? Alles klar. Ich denke, wir können jetzt hier direkt bauen. Das war ja wohl das Lullihafteste auf der ganzen Welt. Können wir hier direkt ran? Ajo! Lächerlich. Ich becher mich weg. Bucky, bau raus, was in deinen Bechern steckt. Ja. Ja, weg damit. Weg damit. Hier. Ich denke, wir können jetzt nicht direkt so einen Leitstrahl bauen, aber das müssen wir jetzt auch nicht sofort. Kann das hier wegmachen? Ne. Das Auto aber. Die Leiche kippt um. Jawohl, da ist noch was. Hier können wir auch eine schicke Siedlung reinbauen. In die Pompe. Aber da brauchen wir natürlich trotzdem erstmal Ressourcen, ein weiterer Gang. Ah, in der Fabrik waren wir ja. Ein weiterer Weg für die Handelsrouten. Das kann man ein bisschen leiser machen, damit ich höre, wenn es klopft. Das werde ich heute dann wahrscheinlich wieder frühzeitig ausmachen. Wenn mein Grill gleich da ist. So, ich gehe jetzt mal nach da vorne und entdecke noch die... doch, das ist da vorne, ne? Ja, genau, die... Da ist eine... Ding jetzt hier von Gunnern beschützt, ihr wisst schon. Ein Vault ist da, ein Vault. What the fuck? Wortfindungsstörung. Hoch 10. Ja, da ist ein Vault-Eingang und... Oh, oder wir gehen da drüben hin. Das ist auch voll das Zeug. Wie sind wir denn hier hingekommen, ohne den ganzen Kram zu entdecken, der an der Seite ist? Okay, das ist ja High Life, eine Polizeistation und noch irgendwie eine... Ein weiteres Dorf oder so. Wir gehen hier jetzt gerade mal durch. Ja, halt, nachladen wäre nicht schlecht. Ich will zumindest zu dem Eingang. Das war uns Eingang. Gott. Hallo. Wow. So. Komm, ich geb dem kurz. Boah, wie cool ich aussehe. Wie, das ist nichts. Cool ich eben aussah mit diesem Teil hier. Oh, die Stimpacks werden instant genommen. Das ist natürlich schon was, ne? Da kann man nicht meckern. Na, renn halt weg. Ja, er duckt sich, er dreht sich genau dann zur Seite und guckt mich an, wenn ich auf ihn aim. Was ist hier los? Hör doch mal auf damit. Mach doch sowas nicht. Ah, jetzt habe ich das aufgehoben. War ja wirklich keine... War ja nicht geplant. Ach, sind da viele Feinde. Guck ich das mal an. Hier ist scheinbar alles voll. Haltet die Augen auf mich. Ich glaube, das Arschloch ist ein Stück. Das Arschloch. Wo sind die? Boom. Daddy ist zu Hause. Au. Wo sind die? Au. Wo, hä? Hört aber auf, euch hier rumzubeamen. Halt du mal die Augen auf. Ich hab das Arschloch. Kack dich jetzt. Bam. Bam. Und. Oh, wow. Der letzte einfach daneben geholzt. Ja, er heilt sich immer weiter. Mach doch was. Wow. Ich dachte kurz, hier wird eine Kronkorken drin liegen. Dann werden wir jetzt etwas gedödelt. So. Kurz mal entsperren. Na? Yeah. Cool. Cool. Und den Revolver noch nachladen.
Jetzt killen wir halt mal den da unten. Ja, geht durch das Pisswasser. Das ist bestimmt ein extrem guter Plan. Jetzt muss ich auch in das Pisswasser rein wegen dir, weil ich dich looten will. Ich glaube, die Verstrahlung ist hier wirklich hoch. Hä? Ich hab den nicht gesehen. Wo kommen die alle her? Warum spawnt ihr hier im Pisswasser? Kann doch nicht gut sein für euch. Wie wär's jetzt eigentlich, wenn wir jetzt mit unserem Messerchen rumlaufen? Das müsste doch auch ordentlich reinkloppen, oder? Wo haben wir das? Auf 6? Oh, ich dachte, hier wäre schon die Ecke gewesen. Bam! Das scheint wirklich sehr gut zu sein. Ach komm. Ah, mein Rücken juckt. Geschafft. Geschafft. Kaffeetasse, sehr wichtig, sehr wichtig. Ich spiele hier mit niemandem. Oh, Kate! Gott, jetzt hätte ich Kate fast geboxt. Ist die deppert oder was? Hier ist der Eingang. Und warum müsst ihr euch immer wehren? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Darüber wundere ich mich den ganzen Tag. Einer ist noch da. Den nudeln wir jetzt noch. Ah. Noch mehrere sind da. Alles klar. Hallo, Freunde. Ist hier auch jemand drin? Oh. Kronkorkenvorrat. Sehr schön. Okay, von hier wären wir gekommen. Da oben ist auch, da ist irgendwo noch jemand. Wahrscheinlich wieder hier vorne, ne? Hä? Ajo, bei dem... Hier müsst ihr sein. Warum? Warum schießt ihr rum, Slog? Und warum gehst du mit einem Hit down? Hallo? So. Ein chinesisches... Wow. Nicht. Mal kurz sehen, wie der aussieht. Das war ein Ghoul, oder was? Oh ja. Ein ziemlich crippliger Ghoul. Beziehungsweise ein hässlicher Ghoul. Ah. Kate! Mit was schießt du denn da? Das ist ja was ganz Neues. Okay, das war bescheuert. Oh mein Gott. Ich habe alles genommen. Auch die ganzen verkackten Anzüge und Dinges. Und dann Scheiß. Komm her. Bam. Ah. Stinkback. Reindrücken. Weiter geht's. Wir sind ja eh im Anzug. Okay, für solche Sachen ist der Anzug schon wirklich geil, ne? Das sollte eigentlich ein Critical werden. Ich habe nicht genug Dingenskirchens für ein Critical. Wundert mich, dass ja nicht alle Ghule sind. So nah, wie er hier an der Scheiße wohnt. Trinkt wahrscheinlich auch das eklige Kackwasser, das hässliche Wasser, hätte ich fast gesagt. Jetzt nehme ich einfach, jetzt habe ich einfach alles Mögliche mitgenommen. Oh! Wer liegt denn da vorne rum, ein Schild? The Trevor. Nice, sogar Cola Quantum, noch einer. Okay, also wir haben den Eingang gefunden. Sehr gut. Kurz mal reinhören. Ich dachte, sie wäre schon da. Jetzt würde ich doch sehr gerne zurück und den ganzen Scheiß ablegen, die Rüstung wegstellen und sowas. Die ist schon irgendwie cool, aber ich fühle mich einfach die ganze Zeit wirklich wortwörtlich eingesperrt und verlangsamt und das ist alles nicht so ganz das Wahre. Ich würde die gerne temporär einfach sofort herbeirufen können, diese Rüstung, dass ich sie dann anhab. Ist ja so ein bisschen wie bei Titanfall. Von oben kommt die gefallen, so ein Drop von der Bruderschaft und dann kann ich da rumfuhrwerken und dann fertig. Ja, ich denke, wir sollten reden. Ah Gott, ja, jetzt, ja. Ich habe immer Zeit. Gerade jetzt, wo ich Kate. Gut. Die Scheißrüstung. Das fällt mir nicht leicht und ich möchte keinen Fehler machen. Oh oh. Vorsicht. Wo soll ich anfangen? Wusstest du, dass ich 3 Jahre lang im Combat Zone gekämpft habe? Mhm. 3 Jahre lang habe ich mich von Verlierern und Verrückten aufs Übelste verprügeln lassen. Mhm. Nach den Kämpfen habe ich das Blut ausgespuckt, meine Wunden genäht und mir ein paar Schüsse Psycho gespritzt, um weiterzumachen. Ich habe es so sehr gehasst. Das Publikum, die anderen Kämpfer und mich selbst. Ich habe nie verstanden, warum ich das alles tat. Bis jetzt, weil ich allein war. Tief im Herzen wollte ich sterben. Ich wollte, dass mich einer der Gegner erledigt. Das wäre das Einfachste gewesen. Du bist nicht alleine. Aber das ist Vergangenheit. Du bist nicht mehr allein. Dann verstehst du ja vielleicht auch, was ich dir sagen möchte. Mein Leben war ein großer Misserfolg nach dem nächsten. Du hast meine ganzen Geschichten gehört und weißt, welchen Preis ich gezahlt habe. Einige Male habe ich sogar, wenn es mal wieder richtig schlimm war, in den Lauf meiner eigenen Waffe geblickt. Okay. Ich weiß nicht, warum ich nicht abgedrückt habe. Ich hatte gebetet, irgendwo ein Fünkchen Menschlichkeit in dieser verdammten Welt zu finden. Und dann, was du im Vault 95 für mich getan hast, war wie eine Antwort auf diese Gebete.
Das erste Mal in meinem Leben verlasse ich mich auf jemand anderen und werde nicht enttäuscht. Hm. Verdammt, jetzt vermassle ich alles. Kate, lass alles raus. Alles wird gut, Kate. Lass es raus. Das mache ich. Ich muss nur endlich zum Punkt kommen. Ich habe langsam gemerkt, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto wichtiger bist du für mich. Und ich rede nicht davon, dass du mir den Rücken frei hältst oder einen mit mir trinkst. Ich meine damit mehr. Bevor wir uns getroffen haben, war ich immer auf der Hut. Vor jedem. Aber bei dir habe ich das Gefühl, mich öffnen zu können. Und du siehst mich, wie ich bin. Im Guten wie im Bösen. Ich kann nicht mehr zurück zu dem, wie es vor unserer Begegnung war. Ich will es auch nicht. Aber ich möchte, dass du mir in die Augen blickst und sagst, dass du auch etwas empfindest. Kate, ich umwerbe dich. Ja, natürlich. Ich liebe dich, Kate. Du tust was? Du hast gerade gesagt, dass du mich liebst. Das war mir nicht klar. Ich meine, ich habe da zwischen uns zwar was gespürt, aber ich dachte, das wäre etwas anderes. Warum? Warum solltest du dich in eine so abgefuckte Tussi wie mich verlieben? Tja, Kate, weil du was ganz Besonderes bist. Was Besonderes, wir sind beide abgefuckte Cooler gewesen. Fuck. Und ich mit keiner anderen glücklicher wäre. Du meinst das wirklich ernst? Das ist das erste Mal, dass ich alle meine Karten auf den Tisch gelegt und nicht alles verloren habe. Du ahnst ja nicht, wie viel mir das bedeutet, einen besonderen Menschen in meinem Leben zu haben. Ich verspreche dir, ich werde das Beste draus machen. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Kate hast du den Skill Kampfrausch erhalten. Verbundenheitsstufe ist auch im Fachjargon Gutheit, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ja! Okay, Faul. Schläfst du, während sich ein Begleiter in der Nähe befindet, mit dem du eine romantische Beziehung führst, erhältst du für bestimmte Zeit den Skill Bettgeflüster. Kate, soll ich die Rüstung an? Für einen Kampf bin ich Schisseldeep. Kate, ich komm einfach mal raus. Und ich irgendwie sie sich zu Mutter Murphy hockt. What the fuck, Kate, what the fuck? Kate, wir sind im Moment... Sind wir nicht zu fett? Habe ich nicht so viel Scheiße... Ah, wisst ihr was? Ich habe zwischendurch abgelegt. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, dass wir viel Scheiße dabei haben. Das testen wir jetzt mal. Also ich meine, wir müssen... Kate, es ist schon Abend. Gucken wir mal. Hast du gut geschlafen? Ja! Ich schon. Richtig nice. Ey, da gut gemacht. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt diesen Ultra... Was bringt das jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Bettgeflüster. Warum ist das nicht nach Ding? Doch, da ist es ja. Nachdem du eine gute Zeit mit deinem Liebhaber verbracht hast, bist du vollkommen entspannt und fühlst dich bereit für alles. Du erhältst vorübergehend plus 15 Erfahrungspunkte. Nice. Okay. Lass mal kurz hier gucken. Wir können den ganzen Kram wegmachen. Ich weiß gar nicht, warum wir schon wieder so viel Scheiß dabei haben. Ja. Oha, was haben wir denn hier? Den überkrassen Kryolator. Können wir noch wegkloppen? Also nicht wegkloppen, aber erstmal zur Seite legen. Beziehungsweise wir haben ihn noch gar nicht, oder ihr habt ihn noch gar nicht gesehen. Also alle, die Fallout noch nicht kennen. Ich habe die Rüstung vielleicht minimal blöd hier abgestellt, aber es geht noch, es geht noch. So. Linker Arm. 14, 14, 10. So, das linker Arm. Wow, das ist echt deutlich krasser, oder? Halt, nee, wir haben hier... Ach, lass mich mal kurz in die andere Sicht gehen. Nachher habe ich das doch irgendwie falsch benannt und... Also, Arm links. Ist das auch wirklich der linke Arm? Um Gottes Willen. Ich schmeiß kurz die ganze Scheiße weg. Ah! Ich will es nicht wegschmeißen, sondern lieber verkaufen dann. Also, es ist tatsächlich richtig von uns benannt. Links ist halt, ja, läuft. Links ist links, alles klar. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15, 175. Der ist halt schon wirklich krass, oder? Also vom Ding her. 50% weniger Roboterschaden. Haben wir nicht noch ein anderes Ding, das weniger Roboterschaden macht? Ja, Bein links. Klar, das summiert sich, nehme ich an, eh. Aber ich würde sagen, wir machen uns das hier dran. Bedazzeln das auch voll auf, dieses bleiverkleidete Ding. Das hier, bleiverkleidet. Nennen das natürlich um in Arm links. So. Hä?
Habe ich jetzt das Falsche ausgetauscht, oder was? Ach, verschissene Kacke. Habe ich eben gerade den Ding ausgetauscht? Arm links. Bein links. Hä? Das passt doch, oder? Wo bin ich jetzt gerade durcheinander gekommen? Was hat mir jetzt nicht gepasst? Ja, doch, läuft doch, läuft doch. Alles gut. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. So. Nein, zusätzliche Taschen ist hier noch nicht möglich. An so einem Teil, aber wir können ja trotzdem die normalen Taschen schon mal hinzufügen. Stricken, Kate? Stricken? Ich stricke uns ja gerade Rüstungen zusammen. Du könntest auch mal eine neue Rüstung. Kate, ich habe da zufällig. Gibt es so ein Domina-Outfit eigentlich? Hey. Na klar. Ja gut, Kate, habe ich gesagt. Also, Kate, ich habe für dich diesen Arm hier. Boom. Ausrüsten. Sieht echt nice aus. Boom. Ausrüsten. Dann habe ich hier. Ah, das sieht aus wie eine Siedlerin. Sieht nicht gut aus. Gib mir das wieder. Wie sieht das aus? Bescheuert. Sportkleidung. Nö. Jetzt hat sie das an. Hey. Hey. Hat sie das jetzt anbehalten? Keine Ahnung. Und der Hemd und G. Nimmt die das gerade nicht? Wo geht denn? Behalt aber dein Hemd an. Hey. Na, behalt dein Hemd an. Wo geht denn? Wo ist denn das jetzt? Da ist es doch. Was bringt Sport? Was wie. Ach, das ist die. Okay. Sollst du das anlassen? Ah, wir brauchen für sie noch einen gescheiten, Kram. So. Kryolator. Ganz kurz mal. Ah, den nehmen wir einfach dann mit für die nächste Reise noch, oder? Was ist denn hier mit der. Was hat denn das mit der Snipe auf sich? Ist das unsere Snipe? Unsere Snipe, die wir die ganze Zeit haben? Nee. Doch. Was ist das für eine? 308er? 45er. Was ist das für eine? Ist das unsere übliche Snipe gewesen, die da? Jagd, das ist diese Knicklauf-Geschichte. Nochmal ein Jagdboy. Wir haben zwei Jagdboys. Warum haben wir zwei Jagdboys? 66, 44. Ach ja, genau. Das war diese Meierlöck-Sache. Warum haben wir die eigentlich mitgenommen? Weiß ich gar nicht genau. Ah, ich bin gerade extrem verwirrt jetzt zum Ende hin. Ich weiß nicht, was... Ah, den Schläger können wir machen. Noch so neizige Zacke. Bumm. Obwohl. Was hat denn der gehabt? Keine Ahnung, wie das hieß. Gut. Da ist er ja. 34. Ne, da macht unser Ding ins Meer. Und die lege ich jetzt halt auch mal weg. Ich kann mir nicht... Nee, wir haben keine Nachtsicht-Snipe gehabt. Die verarbeite ich einfach. Damit wir den Kram am Start hatten. Gummi und Stahl. Das war wirklich sinnvoll, die zu verarbeiten. Der sieht echt edel aus. Oh Leute, da ist die Zeit sogar voll und ich wollte nicht unterbrochen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.